Jetzt auf Schlafen. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Hör doch mal, dieses Geräusch. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist ein Tier. Ja, das ist ein Seepferdchen. Was? Wieso denn ein Seepferdchen? Nein, das glaube ich nicht. Ein Seepferdchen macht doch, wenn überhaupt, blub, 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 aber doch nicht bzzzt. Bestimmt putzt es sich gerade die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste. Aber haben Seepferdchen denn überhaupt Zähne? Ach stimmt, die haben glaube ich gar keine Zähne. Aber was könnte das Seepferdchen denn sonst mit der elektrischen Zahnbürste machen? Ich wette, du weißt es. Ja, ich weiß es, es kratzt sich den Rücken. Mit einer elektrischen Zahnbürste? Ja, du weißt doch, wie es ist, wenn es einen am Rücken juckt und man kommt da nicht richtig hin. Oh ja, wenn ich nur daran denke, dann juckt es mich auch am Rücken. Kannst du mich mal gerade kratzen? Ja, klar. Oh, Augenblick, da ist das Geräusch wieder. Wollen wir das Seepferdchen mal fragen, ob es dir die Zahnbürste für deinen Rücken leiht? Ja, aber wo ist es denn? Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Da kommt das Geräusch her. Nein, ich habe es dort gehört. Hallo, ihr zwei. Wer bist denn du? Du bist doch kein Seepferdchen. Nein, ich bin eine Fliege. Ich bin da aus Versehen reingeflogen und ich finde den Ausgang nicht mehr. Ach, das ist doch kein Problem. Den Ausgang können wir dir zeigen, nicht wahr, Jan? Ja, es geht dort entlang durch den Tunnel und dann links. Oh, danke. Und einen schönen Abend noch. Moment mal. Das Bzzz kommt ja von dir. Ja, so mache ich immer beim Fliegen. Gute Nacht, ihr zwei. Na sowas. Kein Seepferdchen, keine Zahnbürste, nur eine Bzzz-Fliege. Ja, das habe ich mir auch gleich gedacht.
Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Ob ein Seepferdchen sich wirklich mit einer elektrischen Zahnbürste den Rücken kratzt? Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Tch, dann muss ich ihn wohl morgen fragen.